Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition General. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt und ich glaube, wir haben den falschen Pfad für den Baum gewählt. Ich glaube, das ist eher dieser hier. Der ist ja auch im Westen, ne? Man sieht den auch von überall von der Stadt aus. Das ist also nicht so, dass man sagen kann, oh, der ist total unmöglich zu entdecken. Ich würde mich gerne heilen. Was? So. Nee, ich darf mich echt nicht heilen. Das ist einfach. Das gehört zu diesen Dingen, die man hier eigentlich, glaube ich, nicht tun darf, sich heilen. Magie nutzen. Kann es nicht über 20%, also bitte. 3% durch so eine Kackheilung. Wir haben ja nicht mal annähernd die volle Gesundheit, sondern nur so ein Pipifax wiederhergestellt, ne? Durchkopf. Ich habe permanent zurzeit irgendwie Net Framework. Fehlermeldungen hier bei Skyrim. Ich glaube, die kommen nicht von Skyrim selbst, sondern von dem Enderworld Launcher, weil der irgendwie zurzeit seine Spacken macht. Aber es ist halt trotzdem scheiße. So. Leute. Lass mich doch bitte einfach danken. Es ist einfach nur Eisenerz. Jetzt ist die Frage, ist das der Baum? Da ist das denn nicht. Das ist dieser Baum. Ja, dann prinzipiell ist nochmal so eine Art Hinweis oder irgendwas sein, dass man sagen kann, aha, ja, habe ich gefunden. Ich bin der König der Welt. Was? Was? Also ein Schrein. Wäre zumindest für mich sehr logisch, dass das dieser Baum hier ist. Muss ja irgendwas sein. Hier ist noch ein bisschen mehr Holz. Das ist da ein Stück Stein, was umgekippt ist. Hier sind noch ein paar Stufen. Hier. Kalte Nacht. Lehrlingshand, Handwerkskunst. Eine Schatulle. Was? Oh. Nachricht an den Finder. Ach, das war das. Ach, gucke mal. Da möchte ich aber vorher noch die Nachricht lesen. Bücher da. Werter Finder, wenn ihr das lest, bedeutet das, dass ihr mein Vermächtnis gefunden habt. Wer auch immer ihr seid, nehmt es euch und setzt es für einen sinnvollen Zweck ein. Ich betone erneut, sinnvoll. Um keinen Preis in der Welt werde ich meiner Tochter und ihren idiotischen Machenschaften meine wohlverdienten Groschen überlassen. B. Leclerc. Ja, nice. Da haben wir das gefunden. Das ist ein bisschen Gold. Damit können wir dem Jungen wahrscheinlich helfen, denke ich mal. Die waren ja jetzt nicht so die Überreichen. Und ja, da würde ich sagen, haben wir ja was Gutes getan. Das ist doch perfekt. So, sprinten ein bisschen geht immer. La 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 la, hallo.
Du hattest wirklich recht. Beim dritten Hinweis war ein Schatz mit einer Menge Groschen. Was? Wirklich? Das ist ja großartig. Wie viel war es? Dann machen wir halbe-halbe. Sie lassen die Hälfte geben, eine Menge. Hier, das dürfte ungefähr die Hälfte sein. Ein Drittel geben, einiges. Hier, das wäre dann dein Anteil. Tut mir leid, Junge, aber ich brauche das Geld selbst. Naja, wir geben ihnen schon die Hälfte. Boah, ist das viel. Mann, das ist so großartig. Tausend Dank, wirklich. Ich hoffe echt, dass das für den Spitzbartmann genügt. Komm jederzeit bei uns vorbei, wenn du reden willst. Alles klar? Alles klar. Du bist ein guter Mensch. Und Mama sagt immer, von denen gibt es viel zu wenige. Ja, Geheimnisse aus der Büchse. Dann hätten wir das geschafft, würde ich doch mal fast sagen. Der Typ ist durch. Das ist jetzt nicht so geil. Aber was soll man schon dagegen tun, ne? Ja, es geht weiter. Stimme aus dem Wasser, genau. Die. Ach ja, jetzt muss ich ja wieder zu dem Haus zurück. Hinweise, stimmt, genau. Oh Gott, das haben wir auf unserer Suche nach diesem Baum. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Da haben wir recht. Da müssen wir jetzt wieder zurück, würde ich behaupten. Aber ist ja kein Problem, das wäre ja jetzt nicht so ewig weit weg. Der alte Stollengrollen. Kennt ihr noch Stollengrollen? Tolles Getränk, oder? So. Das sind ein paar Wölfe. Na. Ach, komm schon. Oh, yeah, yeah. Nein, 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 ich will nicht sterben. Ich bin gestorben. An Wölfen. Ja, wunderbar. Das liegt ja daran, dass wir hier einfach im Gegensatz zum normalen Skyrim halt. Magie, ne? Mir fehlt die Magie. Das heißt, ich hab Magie, aber ich hab halt dieses scheiß Arkanistenfieber dann immer, ne? Es ist natürlich massivst eingeschränkt dann. Wir werden aber in Penthers Haus, in das fünfte Haus. So plötzlich. Es kam einfach heute Morgen. Ich... Heute Morgen? Wann? Auf dem Schiff. Ich weiß, es klingt seltsam, aber es fühlt sich einfach richtig an. Wenn er dir nicht gefällt, können wir natürlich auch einen anderen nehmen. Es ist ja noch ein wenig hin. Nein, nein. Er gefällt mir. Damit wird sie glücklich. Zur Hölle, war das denn? Okay, den Außenbereich absuchen. Eieiei. Was kommt denn jetzt? Hä? Sag mal. Hallo? Ha. Okay, folgen wir dieser Frau. Ich glaube, es ist Alma. Was? Was? Also er hat gesagt, wir sollen hier hin. Ja, gut, aber... Was ist hier? Das ist die große Frage. Was ist hier? Oh, hier ist eine Kiste. Ah, eine Truhe. Oh, ein Groschen. Na, ich sag ja noch, wir wären noch reicher. Wie in jedem... Das ist halt, das gehört halt, glaube ich, zum Merkmal Rollenspiel dazu, dass man irgendwann OP und reich wird. Und es ist dann die Aufgabe des Rollenspiels, daraus ein vernünftiges Balancing zu machen, dass du nicht zu stark wirst.
Dilemma stirbt, bitte. Was haben wir denn hier? Ein Auftrag. Richtig. Und ich betone noch einmal. Es gibt keinen Grund für Gewalt. Schüchtert ihn ein, droht ihm, seiner Gefährtin weh zu tun. Irgendetwas. Ich bin mir sicher, ihr versteht euer Handwerk. Und stellt sicher, dass unter keinen Umständen Kontakt zwischen Panthers und meinem Bruder zustande kommt. M. PS, eure Bezahlung wurde am vereinbarten Ort hinterlassen. Wieder steifen. Oh mein Gott. Das war... Oh, wir haben beide daneben geschlagen. Jo. Das schaffen wir. Das schafft ihr. Komm schon. So. Ihr müsst mal mehr machen als blocken. Jetzt aber. Aua. Eieiei. Eisenharnisch. Der Auslaugung. Ach, guck mal. Ist eine bessere Axt als unsere, ne? Will ich jetzt mal verhaupten. Ja. Oh, was ist das denn? Kalte Na. Ui. Ein normaler Zweihänder, oder? Ja, ich liebe Zweihänder. So, einmal der Magietrank trinken. Danke, Dörger, können das mit 25%. Das ist eigentlich gut, wenn wir 20% gleich haben, ne? So. Ja, wir haben schon auf jeden Fall wieder bessere Gesundheit. Wo müssen wir denn hin? Nicht, dass ich jetzt die 10 Kilometer... Ach, das geht ja. Ich sollte Meldor stellen. Ja. Ich habe Angst hier in diesem Wasser bei Enderal, das war den würde ich dazu trauen, dass da plötzlich dann so eine Gefahr aus dem Wasser rauskommt, so ein Fisch oder so, ne? Und man ist dann so gefangen im Wasser. Das ist halt vermutlich eine vollkommen unbegründete Angst. Was ist denn das? Hallo? Hallo. Und? Habt ihr was gefunden? Ihr seid ein Lügnermelder und ein Mörder. Einiges sogar. Zum Beispiel, dass ihr eine Liebschaft mit der Gefährtin eures eigenen Bruders hattet. Und den Tod von Panthers und seiner Familie angeordnet habt. Auf der zeigen. Vielleicht könnt ihr mir erklären, was das bedeuten hat. Genau, wir machen das erstmal diplomatisch. Was? Oh, verdammt. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Das müsst ihr mir glauben. Diese ganze Sache ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Niemand sollte zu Schaden kommen, deshalb habt ihr euch auch einen Auftragsmörder angeheuert, schätze ich. Erklärt euch. Ja, ja. Yoga, sie hat ihn nie geliebt, wisst ihr? Der einzige Grund, dass sie seine Gefährtin geblieben ist, war ihre Wegestreue und weil eine Trennung für ihn einen totalen Gesichtsverlust im Dorf bedeutet hätte. Und was ihr mit ihr anzubandeln, war sicherlich der beste Weg, um die Situation zum Guten zu wenden. Nein, sie hat das angefangen, nicht ich. Ja. Ja, ich bin darauf eingegangen, aber... Wobei, Malfas, das ist alles so verdammt falsch gelaufen. Das könnt ihr wohl laut sagen. Und lasst mich raten, niemand hätte es gemerkt, wenn Panthers euch beide nicht zusammen beobachtet hätte. Ja, wir trafen uns immer in der Nacht kurz vor Dämmerung am Strand. Panthers wollte vermutlich gerade seinen Kutter aufs Meer fahren und hat uns gesehen. Ich meine, er hat zwar so getan, als hätte er nichts bemerkt, aber das hat er, da bin ich mir ganz sicher. Er hatte nie vor, jemand davon zu erzählen. Ich habe es gesehen, in einer meiner Visionen. Ja, das habe ich Mathilda auch gesagt, aber sie hatte solche Angst. Könnt ihr das nicht verstehen, dass jetzt alles zusammenbricht? Ihr Leben, ihre Wegestreue, einfach alles. Warum habt ihr Jüger nicht davon erzählt? Vielleicht hätte er euch verziehen. Und weil Mathilda Angst hatte, habt ihr keine andere Lösung gesehen, als den Fischer zu beseitigen. Nein, aber warum habt ihr Jüger nicht davon erzählt? Ja, vermutlich hätte er das sogar. Wisst ihr auch warum? Weil Jüger zumindest Mathilda alles verzeihen würde, so abgöttisch, wie er sie liebt.
Er hat immer schon gedacht, der beste Weg, um eine Frau zu gewinnen, sei, sie auf ein Podest in den Sternen zu heben und von unten aus anzubieten. Aber begreift er nicht, dass vermutlich genau das der Grund dafür ist, dass die Mädchen ihn schon damals als Bursche immer links liegen gelassen haben? Und dass Mathilda sich woanders nach einem echten Mann umgesehen hat? Weil Mathilda Angst hatte, habt ihr keine andere Lösung gesehen, als den Fischer zu beseitigen? Nein, nein. Ich meine, ja, ich habe diesen Kerl angehört und ihm die Lage geschildert. Aber er sollte Panthers doch nur bedrohen, ihn zum Schweigen bringen und nicht, verdammt nochmal, nicht umbringen. Bitte, Madame. Ihr müsst mir glauben, diese Krankheit von Mathilda, diese Stimme, sie sind mal verschlafen für das, was wir diesem armen Mann angetan haben. Sie wird nicht mehr aufwachen, das spüre ich tief in mir. Und wenn ihr Hyuga jetzt auch noch die Wahrheit erzählt, erreicht ihr damit rein gar nichts, als dass ihr einen ohnehin schon gebrochenen Mann noch weiter bringt. Na schön, ich lasse euch laufen, aber ich tue das für Hyuga. Wenn ihr schon eine Gefährtin verliert, dann soll er sie nicht auch noch in Erinnerung behalten. Wenn ihr mein Schweigen wollt, solltet ihr sicherstellen, dass es sich für mich lohnt. Nein, ihr werdet für das gerade stehen lassen. Nein, ich lasse euch laufen. Ja, ja. Oh, beim Alphas. Hab Dank. Am besten ich. Hä? Was denn jetzt? Nein! Nein! Helf mir! Ich würde sagen. Die Frau sieht euch wortlos an. Hä? Ja. War das das jetzt? Nee, das war das nicht, ne? Okay, dann klären wir wohl doch noch wieder mal zu Yuga zurück, würde ich mal behaupten. Würde ich mal vermuten, dass wir das so machen und ja. Vielleicht ist die Wahrheit am Ende doch das Richtige. Verschweigen und lügen, das kann doch zu nichts Gutem führen. Wir haben schließlich alle Pretty Little Liars gesehen. Aber es ist auch nicht geklappt. Und jeder versinkt in seinen Lügen. Jeder hat sich sein eigenes Geheimnisse-Gespinst aufgebaut. Jeder verbirgt etwas und in dieser Welt ist es der richtige Weg, wenn man damit auch beginnt, das aufzuräumen. Wenn man keine neuen Lügen, keine neuen Geheimnisse erschafft, sondern einfach mal die Wahrheit ausspricht. Ja, das ist es, was die Welt braucht. Wahrheiten. So, und deswegen gehen wir, ja, so ist das eben, ne, da hat er recht. Gut. Ja, diese Geschwindigkeit, arg. Striezel. Mensch. Dachchen. So, gehen wir ins Rathaus, oder? Ne? Wann ist das Rathaus? Ah, das war nur das Haus des Bürgermeisters, stimmt. Oder des Majors. Ist ja. Hallo? Schreitet wohl. Dachchen. Hallo? Major? Sie ist tot. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber. Meldor ist tot. Mein Beileid. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Meldor und Mathilda hatten eine Affäre. Ich erzähle die Geschichte. Keine weiteren Geheimnisse mehr. Ich verstehe. Danke für eure Ehrlichkeit. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Wie geht es euch damit? Ich glaube, diese Frage könnt ihr euch selbst beantworten. Bitte, ich brauche etwas Zeit für mich. Geht in mein Schreibzimmer und öffnet die Schatulle in der Ecke mit diesem Schlüssel hier. Der Inhalt wird euch für eure Mühen entschädigen. Und jetzt bitte ich euch, mich allein zu lassen. Oh, ihr seid in der Stufe angestiegen. Ihr habt 5 Lehrpunkte, 3 Werkzeugpunkte und 1 Erinnerungspunkt erhalten. Plus 9 Lebensenergie, plus 8 Mana, plus 11 neben Lebensenergie.
Schreibzimmer, Schatulle. Die Frage ist natürlich erstmal, wo ist das Schreibzimmer hier? Das? Aha. Aha. Ach, guck mal. Oh, ich glaube, ich muss niesen, oder? Jo. Was ist denn? Ja, alles klar. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.